Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich bin noch ein bisschen verschnupft, beziehungsweise die Nebenhöhlen sind noch ein bisschen dicht, deswegen klinge ich wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. Aber ich will es mal versuchen, mal gucken, ob es hingeht, ob ich Aufnahmen ohne Probleme durchkriege. Konzentration und ähnliches leidet ja dann doch immer ein bisschen drunter. Und naja, da wir ja jetzt so, immer schon mal merken, dass ich immer mal wieder Fehler einbaue, wäre es vielleicht nicht von Vorteil, wenn ich dann noch unkonzentriert dabei bin. Ball angeschlagen. Aber wir versuchen es. Gut. Aber wir sehen, ich war gar nicht mal so wenig fleißig. Ich habe hier unten alles mal vollgeschmissen mit jeglichem Material, was ich mir so vorstellen kann. Also Sand. Um hier nochmal zwei Quadranten fertig zu haben. Das habe ich mal gemacht im auch hier oben habe ich, glaube ich, den habe ich auch dazu gebaut und fertig gemacht. Genau. Hab ich auch gemacht. Ich habe zweimal habe ich es nämlich woher nicht krank war angehabt, das Spiel. Und hat mir gesagt, na komm, ein bisschen was vorbereiten kannst du ja für die nächsten Aufnahmen, damit du eventuell da dann schneller bauen kannst wieder. Oder beziehungsweise zumindest den Platz dabei hast, damit ich dann stundenlang wieder Sand ins Wasser schmeißt und dazu quatscht. Und ich habe hier den Bahnhof noch angepasst und hier auch die Produktion sozusagen anlaufen lassen, dass das Material da ist. Da sind ja ordentlich Barren reingegangen. Was uns gleich zu einem der Probleme führt, welches wir auf unserer Karte haben. Und da können wir hier mal hingucken und dann gucken wir mal ganz kurz hier oben hin und sehen, dass hier so ein Förderband komplett leer ist und hier fast kein Kupferbarren drin liegt. Da liegt sogar noch 1,3 mal Erz drin, okay. Wer weiß, wie das da hingekommen ist. So, und dann gucken wir hier die Bänder nach und dann sieht man, dass die ganzen Bänder alle leer sind, alle sind sie leer und dann guckt man hier und dann sieht man, hier fehlt das Weiße und hier fehlt das Blaue. Und dann sieht man, dass das ganze Blaue in den oberen Kisten durchaus verteilt ist. Was noch da ist und in unteren Kisten hier einmal 10k vom Weißen liegen, weil ja, das weiß ich nicht mehr, warum das so ist. Naja, jedenfalls haben wir hier ein Problem, welches wir auf dieser Seite so gelöst haben, welches wir hier so gelöst haben und wo ich hier noch nicht wusste, wie ich es lösen will, weil hier diese drei Bänder durchgehen. Aber die drei Bänder, die werde ich jetzt woanders durchspringen lassen. Und dann werde ich diese Lösung erstmal vorerst hier hinbauen. Oder ach, ich gehe da einfach von Hand mal hin und mache da mal von Hand ein bisschen was, damit wir wieder Kupfer haben. Aber na gut. Denn mir schwebt vor, dass ich das sozusagen auseinanderziehe und vereinzelt baue. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das denn hier hinten nochmal hinsetze und den Quadranten noch fertig mache. Naja. So, wir fahren hier erstmal hin. Temporär, das nehme ich mal raus hier. Ich weiß ja nicht, was das ist. Iris-Schlacht im Winter. Und, so, weil ziemlich voll sind wir nämlich unterwegs hier mit dem Zug. Da habe ich mir auch nicht was reingeschmissen. Von den ganzen Umbauten habe ich dann doch die Menge Material noch behalten. Das ist auch wieder so eine Sache, weil ich das dann mit Hand gemacht habe, weil ja, ich habe mich A gelangweilt über das, was da so passiert ist in der Zeit und B wollte ich dann, naja, sagen wir mal nicht ganz so. Da habe ich ein bisschen weniger gemacht. So, der ist ein bisschen flacher hier, der Bahnhof. Den könnte man also direkt noch um eins sogar umbauen, wenn man möchte. Aber wir werden jetzt hier erstmal hier die Hälfte nehmen und da reinschmeißen und hier die Hälfte nehmen und da reinschmeißen, damit hier erstmal Material wieder unterwegs ist, eventuell auch Material wieder hierher gebracht wird in den verschiedensten Formen. Zumindest geht das so erstmal nicht auf Dauer, aber damit wir erstmal wieder an Kupfer kommen und es sollte sich ja jetzt zumindest soweit dann einpendeln, dass hier wieder ein bisschen was geliefert wird. Wir werden hier auch 30k anfordern, damit wir dann erstmal noch ein bisschen länger diese Asymmetrie ausgleichen, weil wir öfter was herbringen. Ob das im Sinne des Erfinders ist, würde ich jetzt mal nicht behaupten, aber es ist, naja, es ist so. Das ist einigermaßen gut. So. Jetzt sollte hier so ein bisschen was passieren. Es sollte dann auch wieder ein bisschen mehr Kupfer kommen. Und dann sollten die hier oben jetzt so auch irgendwann wieder an Kupfer kommen und das dann da einsortiert werden. So, bei dem Erz bin ich mir nicht sicher, ob ich hier vielleicht noch einen Fehler gebaut habe, dass da bei dem einen Erz ankommt. Ne, Erz sind nur die beiden äußersten, ne? Ja. So, und da kommen die Kupferbarren jetzt hier.
Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gibt mir mehr Mut. So. Das heißt, hier werden jetzt demnächst, da kommt schon der erste Zug angeflogen hier mit Material. Dass das dann wieder in allen drinnen liegt. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass es so extrem passiert. Also, dass sich da so extrem der Aus- und Vergleich sozusagen dahin hinschiebt. Ne? Aber ich habe hier sogar schon eine notdürftige Reparatur, habe ich hier sogar schon mal gemacht, wie man sieht. Ne? Also ich habe hier sogar das mit dem schon sogar verbunden. Das ist blaue, was hier hinten mehr drin liegt, nach da oben transportiert wird. Ein Ding. Gar nicht erwartet. Noch ganz alte Bauart, der Bauernhof, ne? Wie man das sieht. Naja, gut. Okay, also das Problem haben wir dann erstmal behoben. Dann werden wir jetzt in unseren Zug einsteigen und werden dann erstmal wieder zur Baustelle Goldplatten fahren. So. Ja, der Zug hat Vorrang. Dann werden wir da mal hineiern und dann werden wir da mal ganz kurz gucken, dass wir da so ein bisschen was hinkriegen. Also da müssen wir nämlich oben noch zwei Bahnhöfe abreißen. Ah, die müssen wir auch warten. Ist hier kein Signal davor? Oh. Habe ich jetzt hier zufällig ein Signal in der Tasche? Naja. Ah, warte mal. Nee, ich könnte eigentlich erstmal. Ah, ja. Hm. Na gut, egal. Fahr mit dem Krempel nochmal durch die Gegend. Bringen wir das später hierher. Oh, interessante Route, die er fährt. Ich stelle mal ein bisschen was Abwechslung. Reicht jetzt. So, wir müssen nämlich hier oben dieses Stück Bahnhof abreißen, damit wir dann anfangen können, dort die Anlieferungsbahnhöfe für die Goldplattenproduktion sozusagen dann hinzukriegen, wo wir ja dann auch wieder Chlor brauchen oder Chlorgas. Ich produziere so viel Salz, das wird fürchterlich werden. Also jetzt nicht, weil ich salty bin oder so, sondern weil ich immer wieder dieses Chlor da verbrauche. Ja, und ich merke, das ist gar nicht so schön gerade. Konzentrieren. Na gut, kriegen wir aber hin. Ich denke mal, jetzt die 20 Minuten werde ich voll kriegen und dann muss ich dann mal eine halbe, dreiviertel Stunde Pause machen. Wollte morgen eigentlich wieder arbeiten gehen. Naja, gucken wir mal, ob wir bis dahin dann endgültig fit sind. So, ich brauche das hier, brauche ich auf jeden Fall. Ein bisschen hiervon brauche ich, davon brauche ich. Warum ich die Dinger immer noch in der Tasche habe, weiß ich aber auch nicht. So. Was ich nicht mehr brauche, ist das. Achso. So. Tausch schon mal wild durch. Was man sowas gebrochen hat. Ich weiß auch nicht, warum ich so viele Kisten mittlerweile wieder habe. Das will mir auch absolut nicht in den Kopf, aber naja, es ist nun mal so. So, jetzt habe ich die Finger wieder mitgenommen. Von den Rohren habe ich auch so viele dabei. Es sammelt sich bei mir gerade wieder. Ach komm, nehmen wir es mit in den Mist. So. Der Rest, der hier drin ist, kann hier drin bleiben. So. Und hier machen wir einmal so. Und dann sehen wir, was haben wir denn da so viel? Wir haben echt so viele Rohre, ne? Unfassbar. Unfassbar, wie man so viele Rohre kommt. Naja, egal. So. Die kann ich ja alle verbauen hier jetzt, ne? In dem Bauplan. Da sieht man gleich, guck mal an, wie viel Bewegung da entsteht jetzt hier. Ich habe übrigens, ach, was ich noch gemacht habe, ist, ich war einmal hier unten und habe hier mal gesplasht. Oder beziehungsweise ich habe hier das Baseboard, habe ich glaube ich weggesplasht. Warte mal, wo? Nee, oh, das habe ich hier gemacht. Hier habe ich das Baseboard weggesplasht. Sozusagen das Nitrit und das Fluorik Wastewater. Damit hier die Produktion von dem Weißen und dem Roten erstmal wieder loslegen kann. Aber wie man sieht hier, da ist schon wieder ordentlich was da.
Das, naja, gut. Aber dann konnte oder kann, konnte hier sozusagen auch die Produktion und Vorleistung und voller Leistung dann irgendwann mal stattfinden. Und dann sieht man jetzt, es passiert einiges. Wir müssen mal gucken, ob das unsere Energie noch abfedert, weil wenn die ganze Base angeht, dann wird man so instant quasi ohne Strom. Da müssen wir auch darauf achten, dass wir da ein bisschen, naja, sagen wir mal, ganz geringfügig. Ja, ich bin immer noch zu hoch unterwegs. Dann müssen wir es richtig machen. Ich meine, ich kann ja hier die flachen Bahnen auch nutzen. Wissen wir ja. Ah, hier das falsche. Gut. Damit haben wir hier eine wunderschöne Umleitung gelegt. So. Dann gehen wir mal nach hier unten. Machen die mal Steuerung Copy. Nehmen das mal hier mit. Kann man so machen, ne? Die Elektropol ist im Weg. Ah, das steht genau andersrum hier. Als Zugsignal angebunden. Sieht so aus, ne? So. Wie ich denn? So, da. Echt im Zugsignal angebunden. Ach, du ahnst es ja nicht. Na gut, okay. Naja, dann ist es dann Zugsignal. So. Ah, Lampe geht auch. Ist das da wirklich so? Nee. Hä, bin ich blöd? Wieso ist denn das da ein Zugsignal dran? Und da funktioniert irgendwas nicht. Na egal, okay. Da ist irgendwas schief gegangen. Gut, dann setze ich jetzt erstmal die ganzen Masten, dann sehe ich ja, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Mit dem ganzen Schnüren. Die müssen ja dann alle farbig werden. Und dann müsste ich sie ja eigentlich. Was ist denn hier los? Ein Zug, ach du Grüne. So, dann haben wir hier den Kameraden. Fettfinger wieder. So, der ist erstmal aus. So. Moment. Aus. So. Und jetzt kann der Bahnhof hier ran. Bibaba Bahnhof. Habe ich keinen mehr? Ja, sowas. Dann machen wir uns mal 5. Ein Bahnhof mehr. Sachen gibt's. So, Kisten haben wir gesetzt, das haben wir gesetzt. Dann machen wir die Lampen jetzt noch hin. Ich habe 4 Lampen in der Tasche.
guck mal, da fährt einer mit Staub durch die Gegend. Guck mal, nur ein paar Lampen noch. Ja. Wenn ich vier Lampen habe, ist ein bisschen wenig. So. Dann hätten wir mal fünf. Nicht. So, und dann können wir das hier alles aussetzen. Und dann werden wir ein bisschen was los hier von den Hosentaschen. Hoffe ich zumindest. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Goldplattenproduktion dann zum Gold wird. Damit wir das auch sauber hinkriegen. Das ist nämlich gar nicht so easy, glaube ich. Aber das werden wir sehen. Das wird sich alles zeigen. So. Und denkt immer dran, auf der Baustelle Helme tragen. Sieht merkwürdig aus, aber ist über den Balken ver. So, nee, den hat's ja doch. Na, ja, den konntest du ja setzen. Stimmt. Ja. Jetzt wird langsam. Jetzt kommt so langsam sicher die Idee. So, von den Kabeln können wir auch noch welche machen. Oh. Warum habe ich hier eigentlich die Dings nicht gesetzt? Man weiß es nicht, ne? Naja. So. Dann bauen wir die hier noch davor. Und dann gehen schon wieder die Lampen an. Da ist es schon wieder. Dunkel war, der Mond schien helle, als das Auto langsam um die Ecke bog. So, gut. Das sieht doch schon mal nach dem Bahnhof aus. Zumindest teilweise. Den können wir hier auch so schon mal übernehmen. Aus. So, dann nehmen wir den Steuern Copy Map. Dann gehen wir einfach hier hin. Nehmen das ganze Ding. Stecken das hier rein. Und ob die Positionierung stimmt, weiß ich nicht. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. So, und dann bauen wir den hier auch noch schnell fertig und ein paar Teile hinlegen. Entschuldigung. Und dann legen wir hier erstmal was rein. Ich wollte eigentlich so viel anderes noch erzählen und merke gerade, dass ich es nicht getan habe. Wollte mich natürlich erstmal recht herzlich bedanken für die Genesungswünsche auch, die ich bekommen habe. Und alles, das muss ich mal am Anfang des nächsten Videos nochmal machen, damit das wirklich gut funktioniert. Beziehungsweise, dass ich da sehr dankbar bin und mich wirklich sehr darüber gefreut habe. So. Aua. Autsch. So. Sehr wieder verletzt. Egal. Nicht näher drüber nachdenken. Na gut, ich habe mehrere. Ich habe unten Bahnhöfe mit 48 Kisten jeweils abgebaut, ne? Glaube. Weiß ich gar nicht. Sechsmal. 24 jeweils. Ja, 48. Naja. Egal. Wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wiedersehen. Jetzt habe ich hier irgendwie, habe ich das vergessen, dass hier. Ein Stück nicht kopiert. Warum mache ich das nicht immer? Sondern das wieder? Nee. Okay.
So. Jetzt ist alles da. Jetzt verbauen wir uns bitte auch nicht mehr, weil das ist ja schon mächtig daneben geklickt hier. Zwei Felder jetzt schon. Das muss ja wirklich nicht ist. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich würde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Die nächste Folge werde ich ein bisschen später machen. Und ja, bis denn. Tschüss.